So, war doch gar nicht so schlimm. Weiter geht's. Dann haben wir da den Bot. Fehlt hier noch der Bot. So, wo ist hier der fucking Bot, Alter? Das macht mich so wahnsinnig, ey. Hier ist auf jeden Fall das Ding. Das können wir schon mal holen. Huch. Scheint das ja da irgendwo zu sein. Das heißt, ich muss wahrscheinlich dann hier rum, oder? Winston bleppt oder mlemmt gerade auch wieder, weil er so ein bisschen high von den Schmerzmitteln ist, was ich eigentlich ganz süß finde. Aber es ist zu dunkel, als dass wir ein Bild davon machen können, von daher... Ta-da-da-da! Okay. Soweit, so gut. Lieber Chris, ich kenne dich seit ich 13 bin. Da-da-da-da. Vorbild geworden. Da-da-da-da. Bleib so, wie du bist. Kann ich nicht versprechen, aber ich kann zumindest so ein bisschen ähnlich bleiben. Ich kann immer so ein bisschen weird bleiben. Das kriege ich auf jeden Fall hin. Auf jeden Fall danke für die lieben Worte. Come on, dude, was war das denn bitte? Ah, wie super nervig. Okay. Warte. Das war hier hinten, oder? Suck my dick, Alter. Als ob ich da nicht hinkommen würde. Jetzt hätte nur die Frage, wie komme ich hier wieder weg? So weit habe ich natürlich nicht gedacht. Hier ist der. Warum ist der nicht auf der Karte? Ach, der ist auf der Karte. Der war von dem Icon verdeckt. Sag Muddle, sie soll aufhören, so cringe zu sein, einfach. So just saying und so.
Okay, dann holen wir uns mal hier die letzten zwei Bots. Es ist soweit. Ich hab's geschafft. Die Piraten sind vernichtet. Der Widerstand ist besiegt. Und die Galaxie gehört endlich mir. Das war's? Keine Freude? Kein Glück? Keine mörderische Erleuchtung? Wieso fühle ich mich nicht anders? Weil du Glückseligkeit mit Erfolg gleichsetzt und jetzt, wo du Erfolg hattest, ist das Leben bedeutungslos. Was könntest du denn schon über Erfolg wissen, du? Genau. Ich hab noch gar nicht gewonnen. Es gibt noch so viele andere Dimensionen, die erobert werden wollen. Viel Glück bei der Suche. Ich habe Jahre gebraucht, um die Koordinaten zu dieser hier zu finden. Aber nur, weil du die goldene Regel des Reisens nicht beachtet hast. Hab immer eine Karte dabei. Eine Karte? Die Dimensionskarte? Die im Archiv. Er will nach Savali. Hast du's gehört, Rivet? Jawohl, wir sehen uns dort. Oh nein! Das muss Nefarius sein. Im Archiv war die Dimensionskarte. Richtig? Ja. Da, Rivet. Kid. Imperator Nefarius hat das Archiv zerstört. Wir sehen drinnen nach, ob er die Karte hat. Das Archiv? Oh, warte, ich hab gelesen, dass Maddle dich gecancelt hat. Ich weiß es nicht. Nefarius drückt ihn voraus. Wenn sie dich gecallt hat, dann ist sie nicht cringe, dann ist sie mega based, weil sie dann einfach voll die liebe Person ist. Ich dachte gerade so, hey, Madeline hat dich einfach sitzen lassen. Mega cringe von ihr einfach. Aber wenn sie dich einfach nicht sitzen lassen, dann ist das doch alles super. Überall beansprucht den Dimensionator. Die Grenzen zwischen den Universen beginnen sich aufzulösen. Also haben wir jetzt Knochenschurken? Knochenschurken. Natürlich. Was sonst? Muss ich gegen die kämpfen? Habe ich gar keinen Bock drauf, eigentlich gerade. Oder sind die echt gruselig? Unglaublich verstörend. Ich bin dann mal weg hier. Musste nach hier eigentlich. Hey Becky. So, letzten paar Battle-Challenges noch machen. Rivet ist neu. Rivet ist cool. Ich mag Rivet voll gerne. Die kann ich noch nicht machen? Oh, come on, Brudi. Schalte ich die denn frei? Werden die automatisch freigeschaltet? Muss ich da irgendwas machen? Ratchet aus einer anderen Dimension. Circa. Es wird halt gesagt, sie ist das Gegenstück von Ratchet in dieser Dimension.
Aber eigentlich ist sie nur ein Lombax, der in diese Dimension geschickt wurde. Sie ist nicht sein Gegenstück. Sie ist einfach ein anderer Lombax, Punkt. Täusche ich mich? Oder sind sie echt gruselig? Unglaublich verstörend. Hey Leute, ich glaube, hier erheben sich die Toten. Sorry, was? Schnell, Ratchet. Wir müssen zum Archiv. Wir kommen zurecht, keine Sorge. Bis dann. Dieser Spalt bringt uns rein. Na los. Ja, vielleicht will ich da gar nicht rein. Vielleicht will ich nach da hinten und das Ding aufsammeln. Schon mal daran gedacht, dass ich das vielleicht alles gar nicht möchte, was hier passiert. Oh nein. Rivet, die Dimensionskarte ist weg. Der Imperator war wohl zuerst hier. Wir nähern uns seinem Flaggschiff. Wir holen sie zurück. Geht's Gary und den Mönchen gut? Wir finden sie. Viel Glück da oben. Anhand der Baunorm der Schiffe des Imperators müssten sich Wertsachen auf der oberen Ebene befinden. Hoffentlich ist die Karte dort. Dieses Spiel ist so fucking imposant, Alter. Es ist halt übelst krass. Eure Security ist mies. Flaggschiff. Fortschrittsbericht. Oh, eure Großartigkeit. Verzeiht. Die Armee der Untoten hat unser Fortkommen aufgehalten. Ich hab doch gesagt, den Dimensionator zu viel zu nutzen. Macht Probleme. Probleme? Unsinn. Das war so gewollt. Als spezielle Note. Ey, alleine das erste Spider-Man sieht ja übelst insane aus. Wir brauchen ein Ticket, oder? Wir müssen die restlichen Archive durchkämmen. Was dort alles für Schätze liegt. Waffen von unvorstellbarer Macht. Verlorene Episoden von Lance und Janice. Ach, alles nutzloser Tant. Die Karte ist alles, was wir brauchen. Der Rest kann brennen. Moment, heißt das, dass er die Karte schon hat? Oder Ratchet, siehst du irgendwas über Quantums Helm? Ich check nicht so ganz, wie das mit diesem Aufladen funktioniert, glaube ich. Ah. Halt, Bro, was macht ihr hinten alle? Ach. Guten Morgen, Jungs, einfach nur. Das Spiel sieht trotzdem insane aus, einfach. Halt auch in der PS4-Version. Ich höre die ganze Zeit weirde Sachen, Alter. Macht mich wahnsinnig. Wo muss ich hin? Das Spiel gerade buggy, weil das sieht nicht so aus, als ob es so sein sollte. Ach. Ey, weißt du, liebe das Spiel, aber holy shit, Alter, fix die Bugs, Mann. Wir machen die Flaggschiffe zu.
Schifftour. Wir brauchen kein Ticket. Wir müssen die restlichen Archive durchkennen. Was dort alles. Ich hab vor, Sonic Colors zu spielen. Ich bin eh gerade so mega auf dem Sega-Hype aus irgendwelchen Gründen und finde so alle Sega-Konsolen plötzlich mega cool. So Mega Drive und Saturn, Dreamcast fand ich eh schon immer großartig. Diese ganzen Sonic-Spiele, Alter. Siehst du irgendwas über Quantums Helm? Nichts Nützliches. Er muss hier sein. Wir müssen einfach nur weiter. Ey, bevor es mit Final Fantasy weitergeht, muss ich erstmal echt alle Sega-Saturn-Spiele durchspielen, Mann. Ey, einfach Panzer Dragoon's Saga, was einfach fucking 900 Euro kostet, weil das halt nur irgendwie 5000 Mal weltweit verkauft wurde oder so. Das ist einfach krass insane, so. Das ist Das Ding ist, wenn ich mich tatsächlich einmal mal hinsetzen würde und tatsächlich steif die ganzen Final Fantasy Spiele durchspielen würde, es würde vielleicht 3 Monate dauern, dann hätten wir die alle durch. Also jetzt mal die Online-Dinger ausgenommen. Ich hatte es gehofft. Oh, sorry, beim Meditieren in den Körper zurückzukehren. Tut weh. Was machst du denn hier? Der Imperator nahm mich gefangen, weil ich die Dimensionskarte in einer Anomalie versteckt habe. Also hat er sie noch nicht? Nein, aber er öffnet willkürlich Spalten, um sie zu finden. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es ihm gelingt. Oh. Ratchet! Gute und schlechte Nachrichten. Ja. Die schlechte Nachricht, kein Imperator hier. Die gute, Gary ist hier. Er sagt, die Karte steckt in einer Dimensionsanomalie. In den Katakomben. Ihr gelangt dorthin, indem ihr die Grabungstürme aktiviert. Ihr aktiviert sie über Druckschlösser in der Nähe. Okay, cool. Kann ich jetzt die hier einsammeln? Ich habe ja immer noch vor, irgendwann meine multimediale Geschichte zu schreiben. Wo einfach, um die komplette Story zu haben, musst du einfach so super viele verschiedene Sachen machen. Entweder so ein Comic lesen oder so eine Kurzgeschichte oder halt so ein eigenes Spiel spielen oder so ein Level in irgendwas und irgendwie sowas in Dreams zu erstellen, gehört auch irgendwie dazu. Und das fände ich übelst witzig und übelst cool und ich glaube, allein deswegen wird das nicht passieren. Wie kam ich nach da unten? Ah, okay, I get it, glaube ich. Oder auch nicht. Okay, dann hat sich das ja erledigt. Let's go. Ja,
Ja, das Problem mit Dreams ist halt, dass du entweder die Level von Leuten spielen musst, die gute Level und so gemacht haben, was halt echt selten ist. Oder du musst halt echt eine Idee haben, irgendwas zu machen. Und wenn du keine Idee hast, ist Dreams halt einfach voll das Kackspiel. So, halt einfach, keine Ahnung, was willst du da sonst machen, so? Ich glaube, er geht an. Suchen wir noch eine. Oh, hey, unsere untoten Freunde sind wieder da. Die Clique rot. Die sie machen, sind echt eklig. Wir verlassen diese Schiffe. Los, Gary. Oh, ja. Gute Idee. Ja, warte. Euch in den Katakomben. Wenn ich Albträume hätte, kämen diese Knochenschurken regelmäßig darin vor. Ich komme übrigens meinem Plan wieder näher, eine interne Capture Card für eine Switch zu haben. Ich habe diesen Traum heimlich noch nicht aufgegeben. Und werde versuchen, ihn weiter zu verfolgen. Ein weiterer ist aktiviert. Gut, dass Nefarius keine Karte. Und die Chance besteht, dass es tatsächlich nochmal in Erfüllung geht. Das heißt, bald Mario Maker 2 Let's Plays, Alter. Let's go. Der Aufbau dieses Schiffes ist seltsam. Oh, hätte Nefarius kein Neonschild mit Ausgang aufhängen können. Das Ding ist, ich finde das Spiel leider viel zu cartoony, als dass ich davor Angst haben sollte oder würde. Okay, anyway, wir müssen, glaube ich, noch da hinten. Los geht's. Aha, okay. Du hast keinen Anti-Gewalteid geschworen, oder Gary? Unglücklicherweise. Ist schon gut. Wir beschützen dich. Schätze, wir müssen da runter, hä? Ist es etwa Zeit für eine Escort-Mission? Vielleicht wäre es noch richtig klug. Oder auch nicht. Okay, das ist egal. Was soll's. Abrunden. Okay, gehen wir runter in die Katakomben. Ich habe übrigens mega Bock, einfach eine Videoreihe zu machen, wo ich Konsolen modde. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Aber dann halt so die ultimative Version der Konsole zu machen. Halt, dass ich einfach so ein Game Boy Color nehme und dann daraus so den ultimativen Game Boy mache. Da habe ich so Bock drauf einfach. Mm. Was ist hier passiert? Hey Ruby Dooby. Ah, Glitch. Wie nett, dass du es zu unserem Stück Heimat geschafft hast. Wir möchten dir einen warmen Empfang bereiten. Ah! Dann mal los! Ich
Kann ich da drauf? Danke. Okay, da komme ich nicht hin. Yikes. Please don't kill me. Ich bin halt so gar kein Fan von diesen Leveln, Mann. Ich finde die richtig furchtbar. So viele Möglichkeiten gab, uns zu verbreiten. Hoffen wir, dies würde uns zu jemandem wie dir führen, Glitch. Du hast uns geholfen, uns zu entwickeln. All die Kämpfe waren solch wunderbare Gelegenheiten zu lernen. Laufe ich gerade wieder zurück? Anscheinend schon, oder? Ich weiß nicht, was ich mache, Alter. Ich laufe einfach nur irgendwo hin und hoffe, dass es der richtige Weg ist. Wie gesagt, ich finde die Level echt ultra furchtbar. Ich habe halt null Orientierungssinn und das hier hilft mir halt so gar nicht weiter. Ich wusste gar nicht, dass man das hier skippen kann, ehrlich gesagt. War doch gerade irgendwo noch so ein Ding. Ach, da. Warte. Oh, zielen, Alter. Da ist das! Das Master-Virus! Oh, wie gefällt es, was du siehst? Mir ist ganz egal, was du sagst. Du wirst jetzt gelöscht! Du machst das cool. Das wird nicht lange halten. Je weiter du damit kommst, desto mehr wird es wehtun, wenn du scheiterst. Dann scheitere ich wohl besser nicht! Solange die Dimensionen aufbrechen, werden wir hindurchkommen! Du wirst uns niemals loswerden! Gott, ich hasse ihre Stimme so sehr, Alter. Nein!
Kaboom! Sick, Mädchen. Ich bin richtig stolz auf dich. Okay, gehen wir runter in die Katakomben. E-Mails sind spannend. Erwischt. Was geht mit seinem Arm, Alter? Oh mein Gott. Das habe ich ja eben erst gesehen, Mann. Damn. Zeit, dass... Oh Gott, sein Arm ist immer... Oh Gott, Bro, was ist los? Zeit, dass er auch einen Roboterarm kriegt, Alter. Damn. Damn. Holy shit, Brudi. Oh mein Gott. Ah. Come on. Yikes. Ey, dieses Spiel, Mann. Was ist hier los? Ist das die Anomalie? Ja. Dieser Ort ist riesig. Wenn du uns dorthin bringst, komme ich hinein und kann die Karte suchen. Jojin, danke für den Sub. Wir sind in einem riesigen Rohr, das stinkt wie Schnaggelmonster-Unterhosen. Die Aquädukte. Von dort sollte eine Schleimspur zu den Katakomben führen. Das ist ein Nebenprodukt von... Ach, nicht wichtig. Der Schleim. Okay. Komm schon, wir sind fast da! Au, shit. Komm schon, wir sind fast da! Entschuldigung, fahr einfach durch die Tür. Geschafft. Hey, die Mönche! Wir wollen den Spalt zu ihrer Dimension versiegeln, wenn ihr sie abwehrt. Wir sind dran! Oh Gott! Ja, Scheiße! Du sagst es, Kumpel! Did he just say the S-word? Wenn wir dann nie wieder einen Knochenschurken sehen müssen, bin ich gerne dabei. Hat Clank etwa gerade ernsthaft ein Big Boy Wort gesagt? Dude, I'm on it, so. Ich kann auch nur so schnell schießen, wie ihr mich lasst. Ja,
und tot. Der Spalt ist geschlossen. Habt Dank, Reisende. Wir müssen weiter zu der Anomalie. Wir müssen. Passt auf euch auf. Ratchet, Clank, wir sind auf dem Planeten. Habt ihr die Karte? Ich werde die Karte schnellstmöglich holen. Du schaffst das, Boots. Wir treffen uns unten. Wir haben den Keine Sorge, Clank. Du hast das schon gemacht. Und jetzt sprichst du in der zweiten Person. Wie Ratchet, wenn er gestresst ist. Oh je. Oh, egal. Einfach einen Schritt nach dem anderen, wie Gary sagte. Die Anomalie beheben, dann die Dimensionskarte holen. Oh, ziemlich schwere Kost. Warum macht mich die Anomalie so nervös? Weil die Dimensionen kurz davor sind, völlig zu zerbrechen und alles Leben auszulöschen. Ja, das ist ein berechtigter Grund, nervös zu sein. Ich meine, ich muss sie auch noch irgendwie um die Ecke kriegen, ne? Okay. Laufen sie, yeah. Ach so, okay, ich verstehe. Ah, get it, glaube ich. Müssen wir das Ding hier holen? Real, aber ich möchte meinen Möglichkeiten danken, dass sie mich die Dimensionalität gelehrt haben. Vielen Dank. Hey, Zockerin. Thanks. Okay, nee, das war auf jeden Fall richtig. Warte, ich... So. Kann ich dieses Ding irgendwie drehen? Die müssen ja nicht hier lang und dann darüber. Okay, ich glaube, das funktioniert. Müssen ja einfach nur alle darüber und dann haben wir es ja. Tada! Ich glaube, dass ich endlich bald alles verstehe und die Lösung zur Rettung der Dimensionen finde.
mir geht's ganz gut. Ist ein bisschen warm gerade irgendwie. Hier ist so ein bisschen ein, aber insgesamt geht's mir eigentlich ganz gut. Die Dimensionskarte in einer Anomalie zu verstecken ist echt ein Geniestreich. Klasse, Gary. Da komme ich so auf jeden Fall nicht hin, aber das müsste dann eigentlich passen, denn die drehen das nicht. Ah. Okay. Prima, um Dinge zu beschweren. Ups, das wollte ich nicht. In den Besitz der Dimensionskarte gelangt, kann er überall Terror verbreiten. Er könnte einfach alles erobern. Und das wäre furchtbar. Hey, Wizzo. Persona 5 Anime auf Netflix geschaut. Gestern Persona 5 Royal gezockt. Finde es nur wunderbar. Ist ja auch ein gutes Spiel. Ah, ich vermisse es auch ganz doll, das zu spielen, ehrlich gesagt. Okay. So, dann jetzt noch das Grüne nach da, dann müsste sich das ja eigentlich haben. Du. Das State of Play Wartezimmer, hast du euch voll übersehen? Weiß ich nicht.
vielleicht... Ach, come on, ist das euer Ernst, dass ihr da hinten jetzt runterfallt? Gott, bitte nicht runterspringen. So, dann ist das jetzt aber korrekt. Oder? Oh, ich kotze, Alter. Dann haben wir es jetzt, aber jetzt ist alles gut. Ruby, danke für 4 Euro, by the way. Und Zockerin, danke für den Sub. Oh, weißt du, ist mir eigentlich egal. Oh. Ratchet, ich... Hab sie! Hurra! Jetzt her damit, sonst schicke ich den Kopf deines Freundes auf Torrent 4. Keine Sorge! Ich veranstalte ein Public Viewing meiner Eroberungen im Sordo-Gefängnis. Komm schon, Kit. Wir müssen... Fliehen? Das ist die letzte Chance, ihn zu stoppen. Tut mir leid. Was machst du denn hier?